Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, zurück hier zum Let's Play Landwirtschaftssimulator. Ich glaube Folge 566 oder so, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, oder 67. Kann auch schon 67 sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jo, begrüße ich euch zu einer weiteren Folge. Sehen Luzerne als neue Fruchtsorte sehen wir hier gerade. Eine andere Sämaschine kümmert sich um Hafer, aber wir wollen gleich noch mal ein bisschen Holzvollernter ins Volle gehen, sozusagen ein paar Bäume wegkloppen und dann mit unserem automatischen neuen Holzsammelwagen uns die Arbeit da ein bisschen einfach machen und mal gucken, dass der uns möglichst schnell die Sägewerke vollkloppt und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir das Holz aus den Sägewerken weiterverarbeiten. So, ne? Passt, würde ich behaupten. Brauchen wir uns erstmal aktuell nicht drum kümmern. Hier haben wir unseren Vollernter. Oh, ich weiß gar nicht. Wir brauchen, so wie das da aussieht, brauchen wir eigentlich nicht so kurze Stücke machen. Ich würde jetzt einfach mal hier ein bisschen in den Wald gehen, aber erstmal müssen wir den aufmachen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch wieder anzeigen, weil sonst sehe ich ja nichts. 1 Meter Stücke wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen, was noch maximal ist, 8 Meter. Das würde ja eigentlich auf den Anhänger auch ganz so aufpassen, oder nicht? Sollen wir es einfach machen? Sollen wir sie auch einfach hier weg, einfach zur Seite weg. Dann kriegt man auch so einen, immerhin zwei. So gar nicht so viel Zeit lassen, einfach ab dafür. Dann kriegt man auch so ein Bäumchen, 3 Stöckchen. Stopp. Die Anzeige mal kurz mal wegnehmen. Wir hauen uns jetzt echt mal hier ein paar Bäume um die Ohren. Kleine, große. Wir haben hier ja genug. Oh oh. Das wäre schief gegangen. Der hätte uns in die Kabine gehauen und uns aufgespießt. Und noch ein paar größere Bäume vielleicht. Oh, geht gerade so gut. Na, kommen wir noch wieder hoch. Irgendwie nicht, ja. Müssen wir nach vorne wegdrehen. Genau, dann kippen wir nämlich automatisch an der Seite wieder rüber. Nächste bitte. So, das nochmal Waldarbeit, würde ich sagen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viele Folgen. Dann hätte man so einen ganzen Wald gefällt. Kommt auf jeden Fall mal ein bisschen Sonne hier an. Fahren wir ein Stück rüber.
Oh, hat nicht gereicht. Stopp. Ah, da haut uns wieder um. Fast. Schönes Holz. Damit haben wir, glaube ich, auch schon unser Sägewerk voll. Mit dem, was wir jetzt hier geholt haben, glaube ich, sollte das Sägewerk tatsächlich schon ganz schön voll werden können. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen und da werden wir auf jeden Fall auch noch die Stumpen hier mal, glaube ich, wegarbeiten. Na, hat er sich verkeilt? Es hat auch eigentlich schon angefangen zu sägen. Läuft doch hier bei uns. Haben wir eigentlich noch einen Trailer hier irgendwo in der Nähe für Hackschnitzel oder haben wir den mit weggenommen? Ich weiß es gerade nicht genau. Oh Gott, oh Gott. Das hätten wir mal aus der Innensicht sehen sollen. So, ich glaube, fürs Erste haben wir hier ein ganz gutes Stück weggehauen. Würde ich mal behaupten. Kahlschlag, oder? Nehmen wir noch ein paar weg. Ja, noch ein Stück. Baum fällt. Dann gucken wir das mal nochmal in der Innensichtsfolge. Oder kurzen Ausschnitt hier. So gedrückt halten. So. Ein bisschen Hauch hier machen, macht ja schon Sinn, ne? Können nicht alles nur sinnlos hier in der Gegend verteilen. Na. Oh, der reißt gerade schon wieder ganz schön an uns. Den können wir hier auch hinhauen. Ups. Da kriegen wir nicht mehr so schön hingestapelt, das Ganze. Ist aber auch ein langer Baum. Oh oh. Okay, schaukelt weg. Und der letzte hätten wir dann auch. Oh, diese Innenansicht geht natürlich auch, ist aber echt nicht so einfach zu fahren dann. So, das ist nochmal ein Kravenzmann.
bringen wir mal hier mit hin. Das steht hier direkt vor unserer Nase. Wieder gucken, hat er sich eigentlich noch. Nee, so sind wir. Ich wusste nicht genau, wie wir aktuell stehen. Oh, es muss schnell gehen hier. Zeit ist Geld. Großes, nettes Bäumchen, das nehmen wir wohl auch noch mal mit. Achtung, klappt. Ein bisschen rausziehen. Jetzt zu unserem Holz. Dringend auch irgendwas, was uns die Baumstümpfe hier wegsäbelt. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mal machen. So, dann gucken wir noch mal gleich, wie viel Holz wir auf unseren Anhänger bekommen. Denn wir haben jetzt echt, weiß nicht, hat jemand mitgezählt, wie viele Bäume es waren? Auf jeden Fall viele. Noch schön ganz nette Haufen hier teilweise. Haben wir noch ein bisschen was. Und doch, da wäre doch fast auf uns geknallt. Jetzt ist es wirklich Licht hier geworden. Wir haben hier bald einen Weg zur anderen Seite durchgeschlagen. So viel fehlt dann nicht mehr. Mal den holen wir uns auch noch, oder? Das ist der letzte, ne? Ziehen wir aber auch raus aus dem Wald. Und kloppen wir hier auch mit auf den Haufen. Klein hier auch noch weg. Ups, falsch eingelenkt. Dann holen wir uns noch einen großen hier, oder was? Macht ja Sinn, ne?
Baum fällt. Oh. Ziehen wir auch raus und kloppen es hier mit auf den Haufen. Oh man, da sich ein bisschen Mühe gibt und es ordentlich macht, dann können wir auch einen schönen großen Holzhaufen, glaube ich, tatsächlich sich irgendwie zurecht basteln. So, ich würde aber sagen, wir haben ganz coole Arbeit getan. Wenn man mal so guckt, was hier so an Holz überall rumliegt, das werden wir uns in der nächsten Folge holen und wir werden auch hier die Stumpen wegfräsen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Für heute war es das. Ich danke fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare, Like und so natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann.